118.047, so die EDV-Bezeichnung ab 1968, beschwand in Seeshaupt im Werdenfelser Land in Bayern einen alten Zug. Leider ist die E18 seit einiger Zeit nicht mehr betriebsfähig. Ja. E18 waren auf den Strecken in Oberbayern lange heimisch. Bis zum Sommer 1974 sind noch Eil- und Personenzüge mit E18 bespannt gewesen. Der Gegenzug ist eingefahren. 118.047 erhält Ausfahrt. Von den ab 1935 gebauten 53 E-Loks sind nur wenige nach dem Krieg bei der Reichsbahn im Osten verblieben. Einer davon ist E1831. E1831 ist bis Anfang der 2000er Jahre noch betriebsfähig. Beheimatet bei der VESM Halle ist sie für Versuchsfahrten sogar für Tempo 180 zugelassen. Auch E1819 gehört zur VSM Halle und wird für Versuchsfahrten genutzt. Bereits seit 1977 werden die 19 und 31 nur noch in Sonderdiensten verwendet. E1819 ist bis zum Jahre 2000 noch betriebsfähig. Ein größerer Schaden am Fahrwerk zwingt E1847 lange vor dem Fristablauf zum Stillstand. Im heutigen Museums BW Halle P ist sie bereits seit Jahren abgestellt, leider im Freien. 1933 beginnt die Entwicklung der E18. Übernommen werden das symmetrische 1DO1 Fahrwerk der E17, die Motore, Steuerung und der Hohlwellen-Federtopfantrieb der E04. Neu ist der aerodynamische Lokkasten mit Anleihen an die Stirnfront der Schnelltriebwagen dieser Zeit.